So, hallo und heute wieder mit dem Kulissenquiz. Wir hoffen, euch haben die ersten beiden Teile gefallen. Wenn nicht, machen wir jetzt trotzdem den dritten. Und ich glaube, die Regeln dürften den meisten bekannt sein. Ich erkläre sie nochmal im Schnelldurchlauf. Wir haben hier Filmkulissen, also vor allem Sitcom-Serien, aber auch Filmkulissen. Und Sebastian und Paddy erraten, um was es sich dabei handelt. Wir haben eine Kassette als Buzzer-Ersatz. Diese darf innerhalb von 3 Stunden, 3 Stunden? Oh, das wird ein langes Video. 3 Sekunden gegriffen werden. Laufen diese 3 Sekunden ab, werde ich sie anhand der Schnur wegziehen und dann gibt es für beide noch die Möglichkeit, ins Blaue zu raten. Dann kann jeder einen Punkt machen, wenn er richtig Wenn rät. die Kassette gegriffen wurde, muss die korrekte Antwort genannt werden. Andernfalls bekommt der Gegner die Chance zu Genau. kontern. Und gemacht hat das Quiz die gute Steffi. Sie hat sehr viel Herzblut reingeschüttet und hat viele, viele Fotos rausgesucht. Es sind aber nicht unbedingt Fotos aus den Serien und Filmen direkt. Es sind manchmal auch Fotos von Fans, die dann bei Google drin waren, was das Ganze noch ein bisschen schwieriger macht. Wir haben ja schon 2 Teile gemacht. Ich habe beide gewonnen, aber wir haben beide jeweils wenig Punkte immer gemacht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist sehr knifflig. Ihr könnt ja mitraten. Ja, die Steffi, kennt man sie aus dem FF oder ist sie pH-neutral? Mit anderen Worten, wie wird sie geschrieben? Mit FF oder pH? Ich glaube mit F. Und sie hat unser eine schreckliche nette Familienquiz auch gemacht. Ein schreckliches, nette Familienquiz. Ein schreckliches Familienquiz haben wir da gemacht. Was Ui. sehr viel Spaß auch gemacht hat. Also da hat man Ja, auch geil. richtig Danke viel nochmal Freude. dafür und danke auch hierfür auf jeden Fall. Kam auch gut an, auch klickmäßig. Das haben viele angeklickt. Schrecklich nett. Ja, Ja, der El Bandi ist halt der König. ja. Unangefochten. Ne? Ist halt der Größte. Ist halt schon geil. So, Also. nächste Runde. 12 Bilder kriegen wir zu sehen. Das erste Foto. Monsters. Ich glaube, das ist korrekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Allein schon in Ich hab's Farbe ist geliebt. halt, allein in Farbe macht es das schon schwieriger. Weil es War sind das Schwarz-Weiß, ja, schwarz-weiß? so trashig, also so bewusst trashig. Also, kennst du Monsters vom Prinzip her? Der Papa ist dann so ein Frankenstein-Verschnitt und so und alle sind wirklich Monster. Und die haben dann eine Tochter, die aber blond und hübsch ist. Und die ist halt die Aussässige. Ah ja. Also, Und die und Eltern finden die auch hässlich und machen immer Anspielungen. Ja, Schätzchen, du bist ja ein Und da gibt es einen bisschen Opa, der immer so zärtlich auch. Zaubertränke mixt und so. Und dann fliegen so Fledermäuse durchs Bild, wo man die Fäden halt auch sieht und so. Das ist Ah richtig ja. auch bewusst trashig gemacht. Witzig. Fand ich super immer. Monster, das habe ich geliebt auch. Das Bild war. Nummer 2. Forrest Gump. Ja. Wow. Das sieht Gut. man sieht auch den Hey, Jungen mit der Mutti. Ach, krass. Ja. Jetzt Oh, 1-1. so. Gut. 1-1, ja. 1-1, oder? Ach so. Ja. Habe ich eben 2 schon gemacht? Nee, was habe ich denn gemacht eben? Ich Ja, weiß nicht. okay. 1-1 auf jeden Fall. Das Forrest Gump. fragen wir uns manchmal an. Ja, Ja. das Wo ist dann Elvis in zu der Tat Besuch ist. wahr. Und du kennst ihn sicher, gell? Ja. Ja. Ist aber auch also ein sehr guter Film, aber auch so ein Film, so ein bisschen Depri-Stimmungsmäßig. Ja, ich Total. weiß. Ich weiß. Und ich glaube, vom selben Regisseur ist er dann Benjamin Button. Und er ist vom Feeling her genauso. Gut gemacht, aber irgendwie. Bisschen so schwere Ja, Filme einfach. ja. Gut. Bild Nummer 3. Immer wieder diese ähnlichen Häuser mit der Das ist Auffahrt der echt so. Garage. Ja. Oh, könnte überall sein. Ich habe keine Ahnung. Ich sag Poltergeist, aber ist auch falsch. Breaking Bad. Oh, Oh, steht auf der schade. Liste. Ich habe nur die Ich deutsche hatte eine Breaking Liste. Bad-Version geguckt mit Pastewka, wo er Geldfälscher ist. Ja, das ist unterhaltsam. Ja, gibt's das? Gibt's das, ja? Wahnsinn. Da geht es darum, dass er halt pleite ist Ist und das er eine hat Serie oder was? eine Miniserie mit so 7, 8 Achso, ich Folgen. dachte, das wäre Und irgendwie das eine ist Parodie innerhalb von nee, Pastewka ist gewesen oder irgendwie ernsthaft gemacht. sowas. Das ist Deswegen dachte ich, ernsthaft ja, gemacht. okay. Und Ah. er hat eine Druckerei, ist pleite und überlegt sich halt, ob er mit den Druckermaschinen, die er hat, vielleicht jetzt einfach ein bisschen Geld fälscht und merkt, wie gut es funktioniert und rutscht halt immer Okay. mehr rein. Interessant. Und scheinbar ist es vom Stil her ähnlich gemacht, weil es passiert immer mehr Scheiße und es geht dann doch immer wieder weiter und es passiert immer mehr. Interessant, Also interessant. es war unterhaltsam, kann ich empfehlen. Ich weiß gerade nicht, wie es hieß, die Serie, aber man kommt drauf, wenn man sucht. Und wir kommen zu Bild Nummer 4. Shining? Wird sein.
Aber das ist sehr klein. Ja. Kleining. Also ich weiß nicht, wie ich die Bilder nachher einbinde für euch, aber man bräuchte eigentlich ein Mikroskop. Aber das Hotel ist halt recht markant. Naja, aber da muss ja erstmal auch. Ja, ja. Das ist jetzt auch spannend, was jetzt als nächstes kommt. Oje. Hände hoch, dass du zugreifen kannst. 5. Ich kenn's. Woher kenne ich das? Jetzt wird's interessant. Krieg mal ein bisschen Zeit. Mhm. Kommt dir das auch bekannt vor? Nee. Ich glaube, ich bin in diesem Spiel eher sehr schlecht. Ich weiß es. Es ist ein fieser Winkel wieder und modernes Foto. Tja, diese. Soll also ich sagen? Screenshots hätte ich gar nicht? Vielleicht noch was anfangen können, aber. Du sagst gar nichts? Nee. Ich sag alles super. Nein, ich habe sonst immer alles super Mr. Cooper gesagt als Gag. Kevin allein zu Hause. Ja, das ist auch korrekt. Wow. Dass du das erkannt hast, wow. Unglaublich. Wow. Wundert mich auch. Wir kommen zu Bild Nummer 6. Schwarzwaldklinik. Wow. Auch ein neues. Ja, natürlich. Ich war großer Fan und ich habe. Ja, klar, das ist der. Aber. Alter Sebastian, war das hast jetzt du nicht gemacht. Wie? So macht man doch, oder? Wenn man. Ja. Hat es was Schlimmes zu bedeuten? Nee, aber es ist einfach. Peinlich. Soll ich den Tanz machen? Nee. Das ist vor allem schon wieder hard out. Ach so. Vor allem okay. Geht's auch nicht so, sondern so. So? Oh Mann, ey. So schlimm. Ja. Oh. Das ist schon echt. Stell dich mal nicht so an. Level ist sehr. Stell dich mal nicht so an. Warte mal ab, bis du mal 23 wirst. Bin ich. Ja, wir haben es doch schon. Hast du dir deinen Punkt gemacht? Ja, habe ich. Ach ja, so. Ja. Gut. 4-1 steht für mich. Kommen wir zu Bild Nummer 7. Was ist das? Das sage ich jetzt Wrong Turn, aber die haben eine größere Hütte. Willst du kontern? Ich kenn gar nichts. Was ist denn das? Was ist denn das? Der Yeti. Unsere kleine Farm. Das ist unsere kleine Farm. Hat die wirklich nur so eine kleine Farm? Ja, wahrscheinlich. Oh. Aber auch ein modernes Foto natürlich wieder, oder? Das famos. Die ganze Zeit. Oh, krass. Gut. Dann kommen wir zu Bild Nummer 8. Wie wir ganz nah ran müssen. Hä? Das hätte ich gewusst. Okay. Eine Mädels-Frauen-Serie. Ja? Oh, das Bild ist aber wirklich klein. Ach was. Ich passe. Ich sage jetzt auch nicht, alles super, Mr. Cooper. Es ist Sturm der Liebe, das weiß ich, weil das habe ich früher mal mit meiner Oma schauen müssen. Sturm der Liebe, siehst du? Mit Sepp Schauer als Portier oder so, glaube ich. Interessant, ja, nee, das hätte ich gar nicht kennen können. Aber es ist nicht meine spannend. Welt. Dann kommen wir zu Bild Nummer 9. Adams Family ist es nicht. Hab ich doch, aber auch. Ist es. Echt? Aber ja. Du auch auf dem Film. Gut, wieder ein Punkt. Das ist die Originalserie dann auch aus den 60ern. Ja, Monsters war ja im Grunde ein Rip-Off. Also die waren die zuerst danach da. Monsters, ja. Schade. Ich habe immer gehofft, dass die Monsters zuerst da waren. Mhm. Aber leider war es nicht so. So, Dele. Hast du die Serie mal gesehen, Adams Family? Ich war strikter Monsters-Fan, aber natürlich habe ich die mal gesehen. Ich war Carson It und der. Und dieser hier eiskalte Handy, also kenne ich schon. Ich habe nie mitbekommen, dass die Serie irgendwann mal lief in meiner Zeit. Ah, okay. Den Film, den ersten, fand ich großartig. Und ich habe den mal irgendwann gesehen, habe den super gut gefunden. Und dann war ich mal in unserer Bibliothek im nächsten Städtchen. Und da war eine Videokassette Addams Family und dann durfte ich die ausleihen. Und dann habe ich es reingelegt, dann war es die englische Fassung. Weil halt Schulen drumherum waren und dann haben die halt auch so fremdsprachige Videokassetten drin gehabt. Und ich, ja gut, ihr wisst, wie es mit meinem Englisch bestellt ist. Vielleicht hättest du das mal genutzt. Ein bisschen durchziehen sollen. Was interessant ist, ich habe ja auf meiner Emulationsfestplatte, wo ich verschiedene Computer und Konsolen habe, auch Flipper. Und 1992 hat Bally, was eine der größten Marken ist, die alle möglichen Flipper herstellen, einen Adams Flipper. Ach, du meinst Spielflipper? Ich habe gedacht, du meinst die Serie Flipper. Nein. Und der ist ultra bekannt. Also jedem, mit dem ich über
Flipper spreche, sagt, oh, Addams Family Flipper, Addams Family Flipper. Mhm. Das ist unglaublich. Alle kennen den und alle feiern den total ab. Und wir haben so eine Punkrock-Kneipe in Köln, das EDP, im Drücke Pitter heißt es, da steht einer. Und da kann man den spielen. Und da stehen auch immer Leute. Da stehen ja, immer witzig. Leute, die den spielen. Aber digital habe ich den eben auch. Und der ist auch super nachgebaut. Also ganz hochwertig. Und also macht digital, sagen wir mal, 80% so viel Spaß wie den in echt zu spielen. Mhm. Das ist schon viel. Mhm. Das ist viel. Mhm. Gut, wir kommen zu Bild Nummer 10. Ghostbusters. Oh, Gold, natürlich. Oh Mann, da war ich das auch ärgert ihn jetzt, das ärgert ihn jetzt. Ich war bei unter seiner Hand, also das ist eindeutig. Definitiv, weil ich das geht runter. Hier alles Mann. Mit rechten Dingen zu. Aber ich bin bei 6 von 10 richtigen, bin ich gut dabei. Mhm. Bin ich gut im Rennen. Ja, das ist ein großes Kultding natürlich. Frage Nummer 35. Wobei ich die Zeichentrickserie total gemocht habe. Wir haben das aufgesplittet, das sind 36, die muss man durch drei teilen und du hast gerade die normale. Also wir haben Frage Nummer 11. Genau. Und ich konnte mit den Filmen nichts anfangen, mit den echten Filmen als Kind. Ich fand halt diese Real Ghostbusters, ich fand auch Filmnation Ghostbusters, fand ich auch gut mit dem Affen und so. Ich auch. Aber Real fand ich Hammer. Ich habe als erstes in meinem Leben den Film geguckt, weil ich halt ab 1985 schon angefangen habe, diese Videokassetten meines Vaters anzugucken. Und da waren halt immer die neuesten Sachen aus der Videothek. Und irgendwann war auch Ghostbusters 1 und 2 mal dabei. Also quasi erst 1 und dann Jahre später 2. Wir hatten den schon schnell zu Hause. Mhm. Gut. Vorletztes Bild jetzt. Ich kenn's. Ich kenn's. Die Kassette ist weg. Ja, es hat auch wieder was Monsters-mäßiges. Ja. Es darf ins Blaue geraten werden, beidseitig. Moment. Zwei Sachen habe ich jetzt. Jeweils der gleiche Regisseur. Ich weiß nicht, ob ich es richtig schreibe. Könnte aber auch das andere sein. Du hast keine Ahnung. Nein. Also was ich jetzt nicht genommen habe, war Braindead. Ich glaube, es ist The Frighteners mit Jamie Curtis? Nein, Zurück in die Zukunft. Michael J. Fox. Okay. Von Peter Jackson. The Frighteners. Den Film, der ist von 1996. Aber was doch Braindead? Es ist Edward mit den Scherenhänden. Oh, wow. Passt auch. Aber die anderen beiden Hände auch... Da waren auch solche. Ja, ja. Und jetzt das letzte, da geht es, glaube ich, vor allem um Schnelligkeit. Okay. Ich habe das Bild nicht gesehen. Oh, aber Bibi Langstrumpf, Pumuckl? Ich auch ganz schnell weiter, damit ich die Bahn frei. Irgendwas. Hä? Friends. Boah. Oder? Ja, Hammer. Aber hättest du es erkannt so schnell? Nee. Gell? Keine Chance. Ah, an den Treppen dann vielleicht. Ja, aber, nachdem man 10 Sekunden drauf geguckt hat, natürlich. Gell. Du darfst auf die Schulter klopfen. Sebastian, du bist gut. Also das Quiz nochmal in etwas anders wäre dann wie gesagt, geil, aber wir ich will deine uns. Arbeiten nicht schmälern. Das war ja im Rahmen deiner Steffi Möglichkeiten. Steffi super gemacht, aber wie gesagt, wir ja. brauchen immer hohe Auflösung, wenn wir sowas machen. Du kannst nicht einfach, also wir so, haben wenn ja du nochmal jemanden beauftragst, dann musst du wir das haben ja, dabei schreiben. Wir haben ja motivierte Zuschauer, also vielleicht hat ja jemand Lust. Da nochmal was zu basteln. Vielleicht auch die Steffi wieder. Wir sind offen. Wir freuen uns. Und es macht Spaß, oder? Ja, also macht schon Bock, genau. Aber und es hat auch das Möglichkeiten. Das ist halt schmälerer, wenn das man die Original, weil man. Ja, ja, klar. Also, wenn es geht, gute Auflösung wäre super. Aber es hat ja ins Unendliche Möglichkeiten. Also, da könnte man viel draus machen. Also, wobei jetzt natürlich auch schon eine Menge abgegrast ist. Ja, klar, aber es gibt da verschiedene Ideen, Möglichkeiten, Serien, Filme, Serien. Ja, wenn Shows, Fernsehshows. Genau, und wenn diese Sachen nochmal auftauchen, dann vielleicht sogar als Screenshot, wenn wir sie hier nur in neu hatten, dann kann man die ja ruhig nochmal nehmen. Ja, klar. Im Grunde, ne? Und wenn wir da in 5 Jahren nochmal nur Sitcoms machen, haben wir das ja schon wieder vergessen, was wir heute haben. Ja, das auf jeden Fall. Also, interessante Sache. Das war der dritte Teil. Ich hoffe, euch hat es wieder 7 von 10. Spaß gemacht. Ja, ja, ja. 7 von 10. Ist schon gut. Muss man jetzt auch nochmal... 7 von 12, jetzt beruhig dich, Maya. Oh, okay, dann ist es gar nicht mehr so gut. Schade. 7 von 12, hast du recht. Nicht, du musst mich immer... Wie meine Frau, immer nochmal... Nein, Quatsch. Ja, nein, Quatsch. Spaß. Also, Spaß. Macht's gut. Tschüss. Bis bald.